Die Berliner Staatssekretärin Sausan Cebli erwartet erstmals Nachwuchs. Die 41-jährige SPD-Politikerin ist im fünften Monat schwanger. Vater wird ihr Ehemann Nisa Maruf, Geschäftsführer bei den Vivantes-Kliniken. Der Bild-Zeitung sagte Cebli: Es ist ein großes Geschenk, auch weil wir nicht mehr damit gerechnet haben. Aus der Politik zurückziehen wolle sie sich nach der Geburt nicht, sondern auch weiterhin mitmischen und aktiv sein. Fürs Kind wünsche sie sich, dass es sich problemlos als Deutsch definieren kann und nicht kämpfen müsse, um dazuzugehören. Es solle nicht ständig nach der angeblichen wirklichen Herkunft gefragt werden. Cebli selbst ist deutsche palästinensischer Herkunft. Zuletzt hatte sie eine Morddrohung von mutmaßlichen Rechtsextremisten gegen sich öffentlich gemacht. Und auch künftig will sie gegen Nazis und Rassisten kämpfen, so Cebli zur Bild. Jetzt sogar erst recht.